Es wird mir wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid Autosport. Wir sind zurück und gehen heute in die 10. Saison und auch in die 2. Saison der Streetmeisterschaft. Und wenn wir die abgeschlossen haben, ja, ihr wisst genau, ab Level 3, wenn wir alle Level 3 haben, ist es soweit. Wir dürfen die erste Grid Series fahren, wo ich sehr gespannt bin, was das Ganze enthalten wird. Da habe ich nämlich noch gar keine Ahnung, habe mich auch nicht dazu informiert oder sonstigen, sondern lass mich da einfach drauf ein, lass es einfach auf mich zukommen. Und ja, wir haben auf jeden Fall, überall haben wir schon Level 3 erreicht, außer zum Beispiel hier bei den Open Wheelern, da sind wir sogar schon Stufe 4, weil da sind wir doch echt ganz gut unterwegs gewesen. Das ist eigentlich so, muss man sagen, unsere beste Klasse, die Open Wheeler, da kamen wir schon echt ganz gut durch. Und ja, heute geht es wie gesagt auf jeden Fall in Street, da wollen wir loslegen. Letztes Mal mit den Alpenstar Street Circuit Open und jetzt geht es zum Fatlay Street Circuit League. Und da haben wir einmal Hottage-Rennen, dann dürfen wir mit Lancia Delta Cup fahren und wir haben wieder ein Coupé-Rennen. Ja, freue ich mich drauf. Los geht's. Wenn du für ein Team gute Leistungen zeigst, bemerken dich auch die anderen. Monster Energy Racing wollen diese Saison Erfolge feiern. Und zwar mit dir. Aber Team Kicker möchte das auch. Guck mal hier, die sind neu. Monster hatten wir letztes Jahr schon, die letzte Saison. Und jetzt haben wir Team Kicker. Also die letzte Saison, in der wir Streak gefahren sind. Ist schon ein paar Saisons wieder her. Oh, die haben den Golf Air. Ha, ihr seid ja scheiße. Letztes Jahr sind ja schon mal den Focus gefahren. Hier kriegen wir 8700, da kriegen wir 300 mehr. Da hinten kriegen wir... ein bisschen mehr als 300, mehr 350 kriegen wir unten mehr. Also wir kriegen beim Monster wieder mehr Punkte durch den Teambonus. Hier müssen wir Fünfte der Fahrermeisterschaft werden und die Fahrermeisterschaft auf einem besseren Platz als Paul Koch beenden. Das sollte schaffbar sein. Und hier Teammeisterschaft Vierter und Fahrermeisterschaft Sechster. Das erste ist nicht so schwer, es geht. Wenn ich weit vorne fahre, geht das, wenn ich die Kollegen sowieso habe. Aber ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal Team Kicker, weil letztes Mal sind wir schon Monster gefahren und um die 50 XP kloppe ich mich jetzt echt nicht. Dann nehme ich lieber das hier. Ich denke mal, Koch bin ich so stark, nein. Und ich würde mal sagen, los geht's. So, wir haben einmal ein Rundkursrennen mit dem Golf, dann noch ein Rundkursrennen mit dem Golf, dann noch ein Rundkursrennen mit dem Golf und dann ein Rundkursrennen mit dem Lancia. Das ist ja das Cup-Rennen, das ist ein Cup-Event, das gehört also nicht zu den Events. Dann haben wir ein viertes Event, noch ein Rennen mit dem Subaru BRZ, noch ein Rennen mit dem Subaru BRZ. Alter Schwede, wir haben eine Menge Rennen. Gut, es sind alles immer Einzelrennen, kein Doppeltrennen. Trotz dessen sind es insgesamt 6 Events, die wir hier vor uns haben. Holla die Waldfee, na gut, wollen wir mal. Mir wurde ja auch gesagt, ich kann auch während der Rennen rausgehen, das speichert da, ich kann dann während der Saison wieder einsteigen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, weil wenn das noch später noch mehr werden als 6 Rennen, dann bin ich nicht so ganz sicher, ob ich die an einem Stück durch aufnehme, weil... Man möchte ja auch irgendwas zu quatschen haben und ich bin halt echt keiner, der über eine Stunde aufnehmen kann. Danach ist irgendwie mein Stoff, den ich euch voll ins Ohr labern kann, zu Ende. So, fand ich hier Stadtstrecken. Die Streetrennen befinden sich ja meist in der Stadt. Das ist nicht so ganz mein Heimatgebiet, aber gut. Und jetzt heute in Frankreich, in Paris. Direkt um den Eiffelturm rum dürfen wir uns heute begeben. So, Qualifying gibt's ja nicht. Es geht ja direkt immer in die Rennen rein, deswegen sind die Rennen ja nicht so lang eigentlich. Die Street-Rennen sind ja deswegen, haben wir so viele Rennen, weil man halt kein Qualifying und kein doppeltes Rennformat. Obwohl ich so Qualifying schon teilweise gerne hätte, weil von hinten starten ist doch schon ein bisschen assi. Aber na gut, wir haben Golf R, wir haben auf jeden Fall schon mal eine bessere Startgeschwindigkeit letztes Mal mit dem Fokus, weil wir jetzt Allrad haben. Und ich muss sagen, nicht nur quatschen, ab geht's. Rennen 1, 3 Runden in Paris. Lukas, du hast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht zum... Geht mit einem Japaner. Gehen wir an den Start mit Minato Yoshida. So, ich weiß gar nicht, wo Paul Koch gestartet ist. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. So, ich muss ja wieder reinfahren. Ich hatte das Wochenende Vorpuls, deswegen habe ich jetzt 3-4 Tage nicht mehr gezockt, mal wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen ins Handling und ins Spiel reinfinden, aber ich denke mal, das sollten wir relativ schnell wieder hinkriegen. Eigentlich sollte das in dem Spiel keine großen Probleme machen. Ich will eigentlich meinen Teamkollegen nicht berühren. Oh, das schiebt doch aber ganz schön. Oh, die GP hier direkt neben uns. Wir sind das leistungsstärkste Auto, das muss man sagen, ein 200 PS und Allrad, der Mini hat nur 220, gut, der wiegt weniger. Wir sind theoretisch, wenn wir das leistungsstärkste Auto im Feld, der Grid Autosport aber auch nicht so auf Realismus geht, weil zum Beispiel in der Coupé-Klasse BMW 1er M Coupé gegen den Super... What the f... Alter Schwede, den Ravenvest hat es aber mal richtig zerlegt. Der hat es komplett rumgedreht und die Mauer frontal eingeschlagen. Ne, ich meine, da fahren halt Subaru BRZ 200 PS Maschinen gegen BMW 1er M-Coupé ist über 300 PS. Klingt fair, naja, so viel zu dem Thema. Also das Spiel ist nicht ganz realistisch, man muss es jetzt mal so sehen. Allein die Klassen, in denen man hier antritt, weil auch der Focus ST ist eigentlich nicht der Gegner von Golf R. Der Focus ST ist der Gegner von Golf GTI. Das ist eine komplett andere Klasse, die wir hier fahren eigentlich, aber na gut. Gerade noch so einen Drift gefangen, ey. So, ich weiß gar nicht, welchen Wagen Paul Koch fährt, ich bin da wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er vielleicht Zweiter ist, weil der wird mir noch nicht angezeigt.
Aber wir kommen hier gut durchs Feld mit unserem Golf. Wir machen ja eigentlich, haben wir aktuell gar keine Probleme. Oh, fuck. Wisst, dass wir uns jetzt gerade die Lenkung zerlegt haben. Ja, ein Fehler und schon ist die Achse kaputt. Verdammt, das ist halt der Nachteil von Stadtstrecken. Da wird jeder Fehler bestraft. Scheiße, er zieht jetzt richtig übel nach rechts. Nicht so schön. Wenn ich ein bisschen heiser bin, es liegt daran, gestern Abend, also vorgestern Abend, hat Deutschland den WM-Titel geholt und... Okay, Paul Koch ist nicht hier vorne, sehr schön. Also bin ich vor ihm. Ja, und Deutschland hat den WM-Titel geholt und da wird man halt mal ein bisschen lauter. Und dann so laut, dass man am nächsten Tag nicht mehr reden kann. So. Aber wir haben eine gute Ausgangslage, hier sind vor Paul Koch. Fahrermeisterschaft sind wir auch auf die aktuell auf Ziel. Also Kicker kann auf jeden Fall schon mal stolz auf uns sein. Und bei denen haben wir schon mal coolere Autos, muss ich sagen. Okay, wo ich nicht sagen muss, in der Coupé-Klasse fand ich die Honda Integra cooler als ein Subaru BRZ. Aber wenn wir mal gucken, wie der sich so fahren lässt, bin ich ja mal gespannt. Theoretisch müsste es ein bisschen sich knackiger fahren lassen, ein bisschen moderner. Ja, das ist natürlich auch deutlicher Altersunterschied zur Integra, die wir ja davor in der Street-Saison gefahren sind, die ja auch schon wieder einige Folgen her ist. So, wir sind noch dran hier am Fokus. Wir lassen uns nicht abhängen. Wir sind auch gerade in der Zone von 2 von 3. Wir haben auf jeden Fall noch Chancen hier auf den Sieg. Der Lars de Jong da vorne in seinem Razor Golf hält auch gut auf. Also der gibt, gibt kein gutes Tempo. Wie auch der Intel wird der gut aufgehalten. Müssen wir eigentlich nur ausnutzen, wenn die beiden sich noch ein bisschen mehr in die Haare kriegen. Also vielleicht dann irgendwie ein bisschen hier so in zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne? Ja, da haben wir schon mal den Fokus und den Golf. Oh, nee. Haben wir noch nicht gekriegt, ja. Hat sich nämlich gerade der Nachteil meiner kaputten Achse vorne ein bisschen bemerkbar gemacht. Ja, wie gesagt, in zwei sich streiten, wenn sie weiter machen, bin ich echt vorbei. Nee, beim Randbremsen hat sich nämlich vorne meine Achse bemerkbar gemacht, das Heck mich weggerutscht. Das sagt dann, weil vorne nämlich da ja auch vorne links kein Halt mehr ist, weil die Achse da komplett quer hängt. Okay, das riskieren. Nein, er macht dicht. Alter, du Sackgesicht. Der Linkse kommt durch und der Fokus macht eiskalt dicht, drückt dich gegen die Mauer. Sag mal, oh. So. Ja, wie meine Front aussieht. Von links, das war ich, aber von rechts kann ich überhaupt nichts dafür. Ich wollte... Leute! Scheiße! Komm. Paul Koch ist 12. Okay, der ist keine Gefahr. Aber scheiße, ja toll. Rennunfall, ja, da war ich aber auch selber schuld. Ich wollte innen reinstechen in einer schnellen Rechtskurve. Dass ich da die Packung kriege, damit war zu rechnen. Scheiße, jetzt habe ich die Kiste noch mit demoliert. Jetzt fährt er gar nicht mehr geradeaus. Oder in irgendeine Richtung, wie ich es gerne hätte. Es ist mir aber aufgefallen, der Wagen wird doch ein bisschen manchmal leicht auf dem Heck. Also dafür, dass er Allrad hat, ist er doch manchmal ein bisschen rutschig auf der Heckachse. Winterachse, da geht er schon gerne mal rum. Ihr seht, da rutscht er nämlich. So, komm, Schadensbegrenzung. Vielleicht können wir noch ein bisschen was machen. Wir können noch ran. Wir sind recht schnell als das restliche Feld, so ist er nicht. Oh, jetzt kriegt die Bremsbügel gerade gar nicht mehr. Ne, das war jetzt mit einem Engloch-Fehler. Na gut. Wer zu viel will, ne? Der kriegt direkt die Packung dafür. Schnell bei einer schnellen Kurve innen reinstechen. Wenn du dann vorne einen draufkriegst, das ist nicht, wenn die Achse eh schon kaputt ist, dann hast du keine Chance mehr dagegen zu halten. Ich habe Glück gehabt, dass ich nur so leicht hinten eingeschlagen bin. Ihr seht ja, mein Auspuff hängt ja sonst wo. Meine Schürze auch nicht mehr so wirklich heile, aber na gut. Siebter Platz, wir haben genug Rennzeit. Wir haben ein Cup, wir haben nur ein Cup-Rennen, ne? Nur ein Cup-Rennen haben wir mit dem Lancia. Der Rest sind 7 Renn-Events, also deswegen, wir haben also genug Zeit, um die Punkte wieder reinzuholen. Und der Paul Koch, unser Hauptkonkurrent, ist weit abgeschlagen. Den schlagen wir aktuell locker. Aber aktuell ist sogar unser Teamkollege vor uns, okay. Dann könnte ich ja sogar nochmal sagen, lass mich mit dem Platz, will ich gerne noch haben. Der kann mal kurz ein bisschen runtergehen vom Gas. Vielleicht kriege ich den 5. Platz so durch, 6. Platz durch ihn. Wir sehen, er bremst. Das wird nichts mehr hier von der Ziellinie. Wird nur ein 7. Platz. Scheiße, na gut. Wir hätten Erster werden können. Starke Leistung. Du hast deinen Event-Rivalen geschlagen. Wir hätten Erster werden können, aber ich hab's mir selber versaut. Na gut. Müssen wir mit leben. Jetzt stehen wir in dieser Meisterschaft auf Rang 3. So. Ja, dritter Teammeisterschaft. Weil auch jemand schon gefragt hatte, warum ich denn 5 Rückblenden habe. Ja, das liegt daran, weil ich es einfach vergessen habe, wieder auszustellen. Das ist nämlich auch der Multiplayer. Wenn du da bestimmt Schwierigkeitsgrad hast, oder die Lobbys so eingestellt sind, da kannst du die Lobbys ja einstellen, dass du 5 Rückblenden hat. Und das übernimmt dir halt in den Singleplayer rüber. Und das habe ich nicht wieder zurückgestellt, weil wenn du im Multiplayer die Lobby machst und da 5 Rückblenden einstellst, sind dann die auch für den Singleplayer über. Ich habe es nur vergessen, wieder zurückzustellen. Habt aber ganz gut recht, dass ich eigentlich zurückstellen sollte, weil sonst kriege ich nicht so viel XP. Aber gut, mache ich gleich noch. So, nächstes Event. Street Hot Hatch. San Francisco, ja, die Strecken werden nicht einfacher. Obwohl man sagen muss, dass San Francisco, dass denn jetzt Paris einer der schnelleren war.
Also deswegen. Aber die Raven West auch nicht gut aufgestellt, hatten auch ein relativ miserables Rennen. Ihr seht, vorletzter in der Teammeisterschaft sind sie gerade mal. Also Raven West sehr, sehr schlecht unterwegs gewesen im ersten Rennen. Hat natürlich auch direkt in der ersten Runde den IME da voll rausgenockt. Da konnte er nicht viel machen. Du bist im Moment auf Platz 7 der Fahrerwertung, aber du musst auf Platz 5. Das schaffe ich schon, die zwei Plätze sind nicht das Problem. Sieh zu, dass du an diesem Wochenende vor diesen Typen bleibst, um unsere Position zu... Gut, dann unterbricht sie mittlerweile selber. So, Schwierigkeit, wo hatten wir es denn da? Rückblenden, zack, 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 zack. Eine machen wir mal wieder ein, zur Not immer noch, aber wie gesagt, ich nutze sie ja eigentlich nicht. Wenn ein Fehler passiert, ist halt passiert, shit happens. So. Du hast Startplatz 6 und unser zweiter Wagen geht vom 7. Startplatz ins Rennen. Wir haben schon mal eine gute Ausgangslage jetzt für das Rennen hier, das ist schon mal gut. Direkt am Start schön pushen. Im Moment bist du auf Tabellenplatz 7. So, Paul Koch startet als erster. Erst dieser Mini, der blaue da. Oh, natürlich mein eigener Teamkollege. Mein Motor, meine Lenkung ist schon in der ersten Kurve kaputt. Geil, was ein Start ins Rennen, mein eigener Teamkollege. Das gucken wir uns jetzt aber liebevoll nochmal an. Das gibt's ja nicht, ey. Mein eigener Teamkollege versenzt mir das. Ja, meine Achse, ihr seht schon, die. Ich weiß nicht, ob wir da Seiten zurückkommen. Es gibt's nicht, da macht der eiskalt dicht. Ja, soweit kommen wir noch zurück. Sehr schön, können wir nochmal angucken. Wie gesagt, ich spule nicht zurück. Das bin ich nicht selber schuld, aber na gut, lassen wir's mal. Er hätte einfach nur ein bisschen weiter aufmachen müssen. Ich konnte halt nirgendwo mehr hin. Da war schon Schluss. Und klatsch. Ah, dass mir der Motor und alles zerlegt, das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel, aber naja. Gucken wir mal, wie viel Leistung wir jetzt noch haben. Motor hat einen Schaden und die Lenkung. Gucken, was wir damit jetzt anrichten können mit dem Golf, ob er jetzt überhaupt noch konkurrenzfähig ist. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich hätte nicht auf Angriff stellen sollen, wenn er direkt... Alter, der geht aber auch ran, ne? Der kloppt hier alle, Mini, alle kaputt. Der hat mir zunächst die Achse kaputt. Oh, wait, das geht aber auch ran. Ich muss mal gucken, ob sich jetzt sehr viel an meiner Leistung ändert, ob ich jetzt überhaupt keinen Beschleunigungs mehr habe. 5 Runden haben wir jetzt, eine relativ kurze Strecke. Das wird eins ja noch bekannt, so jetzt überhole ich mal hier eiskalt. Schon 4, ja, man merkt beim Antritt, siehst du auch, dass er mit dem Golf schneller ist. Also wir haben schwächere. Oh Gott! Ich komme nicht so schnell aus dem Quark. Ein bisschen Leistung ist bei der Beschleunigung, beim Antritt des Wagens ein bisschen flöten gegangen. Na gut, so. Koch auch schon nicht mehr vorne. Ist auch schon wieder irgendwo hinten gelandet. Schön, das war der Mini, der unser Teamkollege komplett auseinandergenockt hat, mal wieder. Boah. Jetzt aber auch zur Sache. Aber trotz dessen, dass wir weniger Motorleistung haben, die ich auch merke, also man merkt sich wirklich, der Wagen geht ein bisschen weniger spritzig ab. Die Lenkung hat einen leichten Linksdrall, das ist aber noch in Ordnung, im Gegensatz zum letzten Rennen. Hier ist noch echt, ist noch fahrbar. Da habe ich noch Glück gehabt, dass er mich nicht mehr kaputt gemacht hat. Aber was ein Start, ey. Direkt mal mit einer schönen Beschädigung dieses Rennen gehen, das ist natürlich optimal, ey. So, Raven ist noch vor und der Faisal Mahmoud. Wollen wir uns natürlich auch noch holen. Der Teamkollege aktuell ist super. So, das schnellste sind wundert mich so ein bisschen. Aber so viel hat er uns anscheinend nicht zerlegt. Es ist zwar angegangen, die Anzeige, wir haben jetzt nicht riesige Schäden am Wagen davon gezogen. Also ein bisschen, wie gesagt, Beschleunigung und leichten Linksdrall. Ist aber noch relativ gut gegangen, obwohl ich mir, hätte mich auch gewundert, wäre der mehr kaputt gegangen. So krass war der Unfall jetzt aber auch nicht. Aber ihr seht, ich komme nicht ran, ne? Also er fährt sein Tempo da vorne und die Lücke ändert sich auch nicht groß. Beide fahren hier ein ähnliches Tempo an der Spitze. Gucken wir jetzt irgendwie hier vielleicht in den Kurven. Da fahre ich meist ein bisschen enger, da fahren die Gegner meist eine engere äußere Linie. Da kann ich meist innen reinstechen. Hab jetzt auch noch 2 Runden Zeit, also wir haben noch Zeit, hier auf Platz 1 vorzuschieben. Ihr seht auch, in den Kurven bin ich besser. Dank Allrad natürlich, das ist natürlich ganz einfach. Das ist natürlich das einfache Rezept, Allrad gegen Frontantrieb und mehr PS. Gut, das mehr PS ist wissen wir nicht gedrosselt worden, damit die Autos gleich stark sind. Oder die Minis halt ein bisschen schneller gemacht. Oh ja, was ein Schaltvorgang. Ja, hol den Gang einfach in die Luft, ey. So, wir sind dran. Wir holen auf, aber es ist so Stück für Stück gerade mal. Aber die Kurve vor Start hier, da können wir vielleicht jetzt, wenn es gut geht, was gut machen. Vielleicht können wir uns da jetzt die Führung angeln. Wenn jetzt die nächste Kurve wieder so weit außen fährt, können wir da vielleicht... Ja, da sind wir eben durch. Da haben wir mit dem Allrad einfach unsere Vorteile. Wow. Da haben wir die Wand gestriffen und er zieht wieder eben durch. Scheiße. Da habe ich zu viel gewollt. Da war ich zu schnell. Da wollte ich dann durch. Und dann habe ich die Mauer da gestriffen. Da war ich doch zu schnell. So, jetzt haben wir die Führung. Der Teamkollege Vierter, sehr gut. Also wir machen hier eine sehr gute Teamleistung, muss ich sagen.
Team Kicker hat einen sehr guten Teamkollegen mir gestellt, keinen schlechten. Also Kicker ist natürlich auch schon ein besseres Team, als wir es vorher haben. Und das merkt man auch an dem Teamkollegen, der wird besser. So besser das Team, umso besser der Teamkollege auch. Und das ist natürlich optimal. Und natürlich bessere Teamergebnisse, um mehr XP reinzufahren. So, letzte Runde. Jetzt darf ich hier nicht mehr viel versemmeln, weil sonst ist ja nochmal vorbei. Wir müssen jetzt einmal nach Hause schaukeln. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal in der Fahrerwertung ein deutliches Stück nach vorne geschaukelt. Auch wenn das hier schon mal ein spannendes Rennen mal wieder war. Das Streetrennen wirklich hier Kopf an Kopf an den, in den engen Städten. Daran dürfte dein Eventrivale ein Weilchen knabbern. Gucken, wo der Paul Koch diesmal gelandet ist mal wieder. Der ist echt nicht gut, ne? Der Paul Koch, okay, er war gut gestartet. Ja, vorletzter, aber das liegt auch wieder daran, weil mein Teamkollege ein bisschen reingehalten hat. Und Teamkollege Vierter geworden, nicht schlecht. Christoph ist aber sogar jetzt in der Fahrerwertung Erster. Wegen einem Sieg, das ist schon krass, ne? Von der 7 zu 8, die 1 hoch. Zwar nicht deutlich, aber gut, wir haben die Führung. Unser Teamkollege ist der Dritter. Und wir führen die die Teamwertung an. Krass. Also mein Teamkollege, ich bin erfreut von dem. Mir gefällt der, ja. Und Level 3 schaffen wir auf jeden Fall. Damit können wir schon mal rechnen. Ey, es läuft gut. Läuft wirklich gut mit meinem Teamkollegen und auch mit dem Auto. Auch wenn mein Teamkollege jetzt hier nicht beigetragen hat, dass der Wagen super lief. Weil das hätte noch sicher besser laufen können, aber na gut. So, in Chicago, Marina City. Sieht auch eine relativ schnelle Strecke diesmal aus. Wir gehen als zwei Chauffeur ins Rennen. Raven wäre wirklich schlecht aufgestellt. Nathan McCain, der hat eine Karma-Tator eigentlich ganz weit hinten in der Meisterschaft. Der hat echt kein Glück. Also dem würden die Karre auch dauerhaft zerkloppt hier in den Rennen. Der kommt einfach nicht nach vorne. Der Moment auf Platz 1 der Fahrerwertung. Und genau da gehörst du hin. Das sehe ich genauso. So. Schlagau und Cook, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Ja, der ist Zweiter in der Meisterschaft, ne, wenn ich mich nicht ganz vertue. So, wollen wir mal. Los geht's. 5-Runden-Rennen hier in Chicago. 2-Kilometer-Strecke. Relativ schnelle Strecke. Du hast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom 10. Startplatz ins Rennen. Ja, wir starten meisterschaftstechnisch umgekehrt. Du fährst eine tolle Saison. Du stehst in der Rangliste auf Platz 1. Was mich echt wundert, dass wir 1 sind. Nach dem ersten Rennen, wo wir 7. waren, zwar mit dem Sieg, aber trotzdem damit auf 1 schießen, war schon echt ein bisschen ungewöhnlich. Da hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, da wären ein paar Gegner noch dazwischen gewesen. Ich will meinen engen Teamkollegen eigentlich nicht abschießen. Boah, natürlich. Alter, wie der Fokus mich voll nach außen knallt. Ich wollte meinen Teamkollegen echt nicht abschießen, aber er hat mich auch voll in die Richtung geschoben. Der Heckparty sagt ja schon wieder Hallo. Jetzt versuchen wir hier mal vielleicht mal innen ein kleines bisschen aggressiveres Manöver gegen die Raven West zu starten, aber der macht dicht. Die Gegner fahren hier wirklich auf Kontakt, also hier bleibt wirklich keine Tür gerade. Ihr seht schon, auch Raven West zieht hier eiskalt rein. Die Streetrennen machen sowas, was die Keilereien angeht, sowas, was die Aggression der Gegner angeht, am meisten Bock. Also die Gegner sind hier ein bisschen am aggressivsten, muss ich sagen. Die hier machen ja am meisten Risiko. Deswegen macht es auch am meisten irgendwie Bock. Man selber auch ein bisschen Risiko geben will, aber eh nicht zu viel, weil zu viel ist halt bei einer Stadtstrecke direkt viel zu viel. Dann ist halt einmal zu viel und das war's das. Ah, mein Teamkollegen von hinten drauf geschoben. Mist. Er hat gerade nicht mein Tempo hin kann. Ah, und nochmal hinten drauf. Jetzt habe ich mir die Heckscheibe rausgeschoben. So. Schön hier den Razor Golf in die Zange nehmen. Oh, was ein Bremsmanöver. Traumhaft. Koch aktuell Erster, aber in der Meisterschaft kann er uns doch gar nichts. Er würde uns höchstwahrscheinlich gar nichts gut tun können, auch wenn er jetzt hier natürlich noch führt. Obwohl er die Führung, glaube ich, gleich an Raven West eher abgeben darf. Oh, scheiße, viel zu weit nach außen. Aber wir geben wieder eine gute Pace hier mit dem Golf. Dank Allrad zieht er hier wirklich durchs Feld. Haben eine super Kurvenlinie mit der Karo und wirklich diesmal keine Beschädigung. Das ist wirklich mal Trumpf. Nicht nach der ersten Runde schon was kaputt. Wir kommen hier gut durchs Feld. Der Wagen ist mal schön stabil. Kein Rumschleudern, das ist wie irre. Wir können den Wagen sehr gut in der Spur halten. Die beiden kommen sich auch in die Haare hier. Der Oakley und der Intel kloppen sich ein bisschen aufs Haar. Ah, scheiße, auch noch mal mit nach außen. Bin auch noch ein bisschen einer. Jetzt hängt meine hintere Achse hängt auch nicht mehr ganz gerade. Aber die hat keine Auswirkungen auf meine Lenkung. Das ist schon mal ganz gut. Ist nicht schlimm, dass sie kaputt ist. Ah, Mann, nochmal hinten drauf geknallt. Schürze auch nochmal beschädigt. Und siehst du, Paul Koch kann einfach das Tempo nicht gehen. Er ist zwar vorne, aber geht. Oh. Null das Tempo des Hauptfeldes. Das ist hier Logan Park jetzt im Intel Ford Focus, zieht direkt weg. Und geht direkt hinterher. Oh. Ich glaube, ich habe ein bisschen wieder mehr beschädigt, so wie es aussieht. Schiebt wieder ein bisschen mehr. Ja, haben wir noch genug Zeit. Wir können ja auch wieder auf Platz 1 fahren. Ich war eher auf jeden Fall einer der Titelkandidaten. Jetzt auf den müssen wir aufpassen. Der ist, glaube ich, auf 2 in der Meisterschaft, Logan Parker. Deswegen einer unserer Hauptkonkurrenten. Das war nicht Raven West, sondern einer von Intel.
Nathan McCain, dieses Rennen auch mal ein bisschen weiter vorne, hat diesmal keine Probleme gehabt mit dem Verkehr. Ist auch relativ weit vorne gestartet, also ist deswegen eine ganz gute Ausgangslage gehabt. Mit dem Kollege aktuell 7. bin ich relativ zufrieden mit. Auch, dass wir da ganz hinten gestartet sind. So, vorletzte Runde. Na komm, den kriegen wir noch in den Fokus. Da ist noch alles drin. Der ist noch nicht weg. Kurvenabschnitten haben wir unser Vorteil, die müssen wir nur ausspielen. Und der ST zieht irgendwie echt ein bisschen sehr krass an, dafür, dass er wirklich nur 220 PS hat, also 60 verdammt PS mehr, weniger als wir und noch kein Allrad. Also eigentlich müssten wir hier den sowas von einem grunden Boden fahren, aber ja, wie gesagt, das Spiel ist ja nicht so auf real getrimmt. So, von hinten her kommt auch schon jemand, den wir die ganzen vorherigen Rennen nicht im Auge hatten. Nathan McCain drückt jetzt gerade vom Minicopter von hinten angeschossen, um wir mitmischen. Erst mein Rennen war ja komplett nur Lichtgestalt, aber überhaupt nicht zu sehen. Das ist ein Mythos. Gibt es Nathan McCain noch? Kann Nathan McCain überhaupt noch Auto fahren? Wann legt er seine Karriere nieder? Wann überholt uns dieses Rennen? Oh, jetzt habe ich nach hinten geguckt. Das habe ich ein bisschen weiter außen getrieben. Wow. Es wird schwer, an den Rand zu kommen, weißt du das? Ich glaube, die letzte Runde ist so knapp, den zu kriegen, den Intel. Weil der fährt nämlich so konstant davon ohne Fehler. Und ohne Fehler werde ich da nicht vorbeikommen. Weil so viel schneller kann ich den Abstand gar nicht aufholen. In einer Runde klappt das nicht. So, ich muss ja auch noch ein bisschen nach hinten aufwarten, weil von hinten noch Mini kommt. Wow, das war knapp. Okay, der Mini ist eigentlich hier in den kurvigen Sektionen, ist er nicht so schnell. Diese Kurve, ne? Er schiebt hier wie nichts anderes nach vorne. Kann der Fokus irgendwie enger fahren? Ich weiß nicht warum. Das haben wir ein bisschen zu spät Bremse durchaus. Na komm schon, ne? Aber wir kriegen hier. Es wird schwer. Ich bezweifle, dass wir kriegen. Hier wird es nur ein zweiter Platz werden. Und mit Logan Parker wird es dann noch eine enge Meisterschaft. Das Rennen 3 von 6. Gut, wir haben noch 3 Rennen hier vor uns. So wie noch das gleich das hier nach das Lanche Delta Rennen. Weil das ist die 3 Rennen waren jetzt schon mit dem Hot Hatch. Nächstes Mal geht es dann mit P weiter. Dann müssen wir mal gucken, wie wir uns mit dem BRZ schlagen. Was die anderen für Gegenautos haben. Ne, es wird nur ein zweiter Platz. Aber ein geiles Rennen war es auf jeden Fall. Wie alle Rennen dieser Meisterschaft gesehen. Starke Leistung, du hast auch gut geschlagen. Ja, und guck, oder war es der zweite? Ich bin mir gar nicht so sicher. Logan Parker, ich meine, Logan Parker hätte auch ganz gut mitgemischt gehabt. Meine schon, Logan Parker ist nicht zweiter, wusste ich's doch. Aber weiterhin unser Teamkollege noch dritter. Nicht mehr so deutlich, aber gut. Und Raven West 6. und 7. Das ist ja mal eine grandiose Niederlage da hinten. Das ist ja übel. So, Teammeisterschaft führen wir immer noch. Wir können das ganze Ding hier gewinnen, ne? Wir haben die Chance da drauf. Ich hoffe, die nutzen wir auch. So, und jetzt geht es zum Lancia Delta Cup. Da freue ich mich mal drauf. Bisschen klassisches Fahren. Fand ich auch ziemlich geil, dass der drin ist. Team Dynamics Classic Hot Shot Challenge. Hab mich auch gewundert, dass der drin ist. Habe ich nicht mit gerechnet, dass sie den Lancia Delta Integrale reinpacken. Ehrlich nicht. Und dass er jetzt drin ist, finde ich richtig geil. Ich mag den kleinen. Den kleinen Schnellen, wo gemerkt, der hat ja nicht unbedingt wenig Dampf. Und Allrad hat er ja wohl auch gemerkt. Auch noch. Aber mal gucken, was er so kann, der Kleine. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Washington-Hügelkurs, eine relativ Highspeed-Strecke, die wir uns jetzt hier angehen dürfen. 1,7 Kilometer. So,